Schön, dass ihr wieder den Weg zu mir gefunden habt, zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und hier gespielt vom Tiger Löwe Leopard, der WZ111, bekanntermaßen ein Premium der Chinesen. Ich bin sehr gespannt, weil ich selber muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn zwar gefühlt viel gespielt, bin aber leider nicht so zurechtgekommen, wie ich es mir gewünscht hätte, weil er ist zwar recht mobil und flink für ein Heavy, was man hier schon direkt sieht. Wenn er mal läuft, dann läuft er echt ordentlich. Aber, und da muss ich sagen, das ist leider der Nachteil, dass ich selber irgendwie alles hier in die Unterwanne bekommen habe. Sieht man ja ganz gut. Und da kommt gefühlt jeder durch. Also oben geht's durch den Winkel und den, durch den Winkel wollte ich eigentlich nur sagen. Aber hier unten ist es anspruchsvoll. Und Gun Depression nach unten leider auch sehr, sehr mau. Natürlich auch gewissermaßen typisch. Ich drücke ihm jetzt die Daumen, dass das bei ihm ein bisschen anders ausschaut. Auf jeden Fall fahrt er auch hier auf Fischerbucht direkt mal den Weg, den man als Heavy sonst eher weniger nimmt. Dann nimmt man doch eher die Stadt. Also ganz spannend, was er hier macht. Auf jeden Fall als Top-Tier selber kann er natürlich ein bisschen pushen und muss wiederum die anderen Achter nicht fürchten, weil die wahrscheinlich wiederum wirklich in der Stadt sind. Mit Auto-Aim, zack, schnell mal den ersten Hit auf den T-43. Kam aber direkt durch. Jetzt hat er schon nachgeladen, nochmal Auto... Ne, doch nicht. Diesmal normal, ohne Auto-Aim sogar. Der AT-15 hat ihn weggemacht, jetzt kommt der Komet und rusht ihn ein bisschen, aber jetzt kommt er wiederum ins Heck und macht ihn. Oh, ganz, ganz entspannte, schnelle 1100 Schaden. Das muss man mal neidlos anerkennen. Die AT hat gerade daneben geschossen, wie viele gesehen haben. Der KV-85, der wird wahrscheinlich gerade, genau, gar keine große Aufmerksamkeit mehr benötigen. Er ist offen, fahrt jetzt einfach weiter. Oh, E25, natürlich dauert es lang, bis der gespottet worden ist. Aber jetzt prallt er ab. Er versucht es nicht aus der Hüfte. Jetzt ist der Challenger da noch offen. Oh, doch, aus dem Fahren und aber ordentlich mal gesammelt. Schau mal, was hier passiert. Der E25, der Challenger. E25 fährt weiter durch. Auf den aimt er jetzt. Mit Auto-Aim und macht ihn auch noch weg. Er hätte jetzt gedacht, den macht er mit ganz normal auf die Oldschool-Weise mit wirklich Zielen, aber schön. Jetzt der Challenger. Der zieht sich zurück, dann versucht er hier auf die Mitte zu aimen, aber wir müssen hier raus. Ich glaube fast, er muss sich um den Challenger kümmern, weil sonst wird er einfach unangenehm. Schön, das Haus weggeschossen. Gute Idee. Challenger fahrt zurück. Jetzt hat er erstmal das Problem der Gun Depression gehabt. So, jetzt zieht er sich zurück, der Challenger. Er haut hier förmlich ab. WZ geht direkt hinterher. Auto-Aim und zack. Also muss man sagen, funktioniert bei ihm sensationell, Auto-Aim. Dafür, dass die Kanone eigentlich nicht so genau ist. Gut, wobei die Distanz natürlich überschaubar war. Cromwell, da zielt er jetzt auf die Distanz. Schön vorhalten. Und auch ein Nice Hit. T-34 prallt an ihm ab. Da prallt noch mehr ab. Dicker Max, Cromwell. Cromwell schon wieder. Cromwell hört jetzt, denkt sich jetzt, hat er mich oft genug. T-34 prallt schon wieder ab. Wahnsinn. Und da steht er dann auch. Ja, ein bisschen höher auf dem Turm. Schade, der hat nicht getroffen. Beziehungsweise nicht gesessen. Wundert mich jetzt fast, dass er nicht auf die Artis geht. Will er jetzt aber den T-34. Da hat er ihn gekettet und Schaden gemacht. Auch ganz gut. Reload, vielleicht kriegt er noch einen raus. Nee, leider nicht. Entweder das Haus nochmal wegschießen oder hoffen, dass er sich so... Ja, genau, und jetzt... Ja, schön! Mehr konnte er jetzt nicht machen. Aller Ehren wert. Der T-34 hat jetzt leider den Cromwell, aber
Nichtsdestotrotz, jetzt ist er im One-Shot-Bereich. Dicker Max ist weg, Arti wird auch gleich geholt. Alle Mann zurück! Ah, aus der Hüfte, diesmal hat es nicht geklappt auf die Suche. T34 verzweifelt wohl langsam. Schon wieder abgeprallt. FCM auch. Also ich weiß nicht, ich habe scheinbar recht viel Pech, weil so viele Abpraller. Und aus der Hüfte. Jetzt hat er rechts neben sich, genau, IS-6. IS-6 trifft und macht auch einen Fahrer gleich hinüber. Er selber kettet ihn wiederum. Hat schon 4000 Schaden, 5 Kills. Fahrer ist repariert oder geheilt oder wie auch immer. Zieht sich jetzt hier ein bisschen zurück, bis er aus dem Reload raus ist zumindest mal. Oh, die IS-6 kommt aber sofort wieder durch. Und das mit der eigentlich doch sehr reduzierten Kanone. Auto-Aim hat aber diesmal wieder geklappt. Und er konnte den treffen. IS-6 macht jetzt den Type weg. Aus der Hüfte. FCM verzweifelt auch langsam dran. 95 HP ist nicht mehr viel. Muss aufpassen, dass er vom FCM nicht bekommt. IS-6, er prallt ab. IS-6 prallt ab. Wenn er jetzt ein bisschen kuschelt und ihm vorne auf den Weakspot kommt. Nein, nicht so. Hätte er noch ein bisschen weiter zurückfahren müssen. Genau, jetzt bleibt dran, nicht, dass er vorne drauf kommt. Oh, jetzt wird er gekettet. Nee, auch so nicht. IS-6 ist ein harter Gegner im Frontkampf. Da unten müsste es drauf. Da in die Mitte, da in die Mitte. Ja, ja. Jetzt hat er ihn. Jetzt darf er nur nicht. Jetzt hat. Komm, komm ran. Du musst rankommen. Alle, wie sie alle abprallen. Wahnsinn. Und IS-6 prallt ab. Aber er hat auch mit HE geschossen. Sehr, sehr nice. Gut. Gut überlebt. 6 Kills, 5000 Schaden. Und ich will gar nicht wissen, wie viel er offiziell mittlerweile abgeprallt hat. Aber das seht ihr natürlich in der Endauswertung definitiv. Jetzt hat er noch einen Gegner-WZ und einen T-37 gegen sich. Mal schauen. Er findet hier gerade nichts, aber natürlich ist er gut daran, jetzt nicht sofort das One-on-One zu suchen, weil er hat schon sein Glück sehr strapaziert gerade. KV-13. Könnte mal wirklich vorfahren, also da ist auch mal ein Hit abzuholen. Definitiv keine Schwierigkeit. So, der WZ ist offen, der WZ fährt ein bisschen zurück. T-37 ist nach wie vor zu. So, er geht hier definitiv jetzt auf Nummer sicher. Verstehe ich vollkommen, jetzt noch zu sterben wäre einfach undankbar. Dafür ist die Runde zu gut. So, und jetzt wieder etwas nach vorne Richtung Gegner. So, da ist der T-37. Wo ist der WZ? Er kommt nicht drauf, da hat er leider das Haus im Weg. Aber er wartet hier mal ab. Jetzt hat er ihn, jetzt hat er ihn. Ja, nein, nicht sein Kill. Schade. Ja, jetzt warten, wo der WZ auftaucht. Der KV-13 macht eine ganz, ganz merkwürdige Nummer. Achso, der fährt Captain, na gut. Hätte auch mal wirklich hier auf den WZ mitgehen können. Gerade nachdem er noch so voll war. Aber sei es drum. E25 macht den WZ jetzt auf. So, jetzt kommt er dann hoffentlich gleich ins Heck. Hat leider noch ein Haus da als erstes im Weg. Da muss er ein bisschen weiterfahren. Hoffentlich achtet er nicht so auf ihn.
war. Er schaut genau drauf, aber der WZ achtet jetzt wiederum nur auf den E100, E25, E100. Jetzt konnte er ihn schön in diese Seite geben. So, und jetzt hat der WZ gar keine Chance mehr. Jetzt hat er geschossen und jetzt ist er, müsste er weg sein. Na, schade, kriegt den Kill nicht, aber hat seinen Krieger geholt. 5400 Schaden und auch unglaublich viel abgeprallt. Von dem her, ich bin zufrieden, hat er gut gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Könnt ihr euch ja überlegen, ob der Panzer was für euch ist oder nicht. Wobei, nach dem Replay muss man sagen, kaufen, 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 kaufen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.